Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zu 030 Barbecue. Mein Name ist Bobby. Wir machen heute was, worauf ich mich schon wieder sehr, sehr lange gefreut habe. Ist nämlich ewig her, dass wir das letzte Mal gemacht haben. Wir machen richtig geiles Beer Can Chicken. Und zwar als kleines Menü. Also ein wunderschönes Hühnchen. Dazu gibt es ein bisschen Paprika, Kartoffeln, Zwiebeln. Richtig lecker, relativ einfach und easy gemacht, ne? Und zusätzlich, meine Lieben, kommt heute noch ein kleines Special in dieses ganze Video. Ich möchte nämlich ein bisschen was zurückgeben für eure ganze Liebe. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr unsere Videos so ballert, für die ganzen Kommentare, für die ganzen Likes, für die Nachrichten, die ich von euch bekomme. Richtig, richtig geil. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch. Und ich habe zusammen mit meinem Partner Gefu ein kleines Gewinnspiel ins Leben gerufen. Und zwar zu Weihnachten quasi. Also unser Weihnachtsgewinnspiel-Special. Guck mal hier, zack, das hier. Könnt ihr alles gewinnen. Gewinne. Richtig, richtig viel Stuff von Gefu und unsere Gewürze gehen nach Ende dieses Gewinnspiels an. Drei von euch, drei Gewinner werde ich ziehen. Bleibt mal einfach dran. Ich sag euch, was ihr dafür machen müsst, im oder am Ende des Videos. Ne? Einfach dran bleiben. Und jetzt Beer Can Chicken. Los geht's. Zack, so, wir starten durch. Beer Can Chicken. Was brauchen wir dafür? Natürlich erstmal Chicken. Ich habe hier ein wunderschönes kleines Hähnchen, ein Maishähnchen, geordert bei den Fleischrebellen, Freunde. Die gibt es jetzt da auch komplett. Ihr kriegt auch Brüste und Keulchen, aber auch diese wunderschönen kleinen Tierchen hier. Das ist Label Rouge aus Frankreich. Ich sage euch jetzt nicht, wie das heißt, weil ich kann das nicht aussprechen. Maishähnchen in Spitzenqualität. Ja, das ist Freilandhaltung. Die Tierchen können machen, was sie wollen, überall rumlaufen, wo sie möchten. Werden ohne Gentechnik gefüttert. Also was Besseres auf dem Markt kriegt da fast nicht als dieses Huhn. So, Bier. Also erstmal hier, Prost auf euch. Wir machen das mal so rum. Und dann brauchen wir noch ein bisschen was für einen Trichter. Wir machen ja Beer Can Chicken. Kommt ursprünglich davon, dass die Viecher auf eine Dose gesteckt wurden, also auf eine Bierdose. Davon geht man mittlerweile ein bisschen ab, weil da ist ja Farbe und Lack dran und sowas. Dafür gibt es jetzt diese wunderschönen Gerätschaften hier seit einer ganzen Weile. Und Gefu hat die Besonderheit, dass ihr diesen Hähnchengriller und Gemüsewok quasi als zwei Varianten verwenden könnt. Also ihr könnt das einmal so verwenden als ja, Gemüsewok oder als Grillpfanne. Oder ihr dreht euch den Becher hier rauf. Ja, wartet. Zack. Und habt jetzt quasi eure Unterlage für das Beer Can Chicken. Da könnt ihr reinfüllen, was ihr wollt. Wir nehmen heute Bier. Ihr könnt da auch eine Brühe reinfüllen, oder? Hat das schon mal einer mit Cola probiert? Ich weiß es nicht. Bier kommt immer am besten. Also, ja, Breta. Dann brauchen wir für unsere Kartoffelchen bzw. unsere Beilage Kartoffeln, ein bisschen Zwiebel, ordentlich Knoblauch. Ist jetzt alles roh, habe ich ganz grob klein geschnitten. Das macht sich hier alles von selbst. Später schmeißen wir noch rüber kleine Paprikas. Ja, wir brauchen gutes Olivenöl, davon eine ganze Menge heute. Noch so ein Stämmchen hier von was Grünem, bisschen Rosmarin, eine Limette oder eine Zitrone. Hier hinten, ganz zum Schluss, Schafskäse. Das kommt richtig geil auf der Kartoffel immer. Und an Gewürzen von der Spice Bar. Heute nur meine beiden, ne? Mestermische und Graf Koks. Wenn ihr die nicht habt oder nicht kaufen wollt, könnt ihr auch ein Hähnchengewürz darauf ballern. Oder ihr macht da Paprika, Salz, Pfeffer rauf. Mit Mestermische kommt das eigentlich immer ganz, ganz geil. Und Graf Koks könnt ihr ersetzen durch Knoblauch, Salz, ein bisschen Pfeffer. Oder ihr kauft die beiden, ne? Spice Bar Gutscheincode, Fleischrebellen Gutscheincode, wie immer unten in der Box, genauso wie das ganze Rezept. Und heute auch die ganze Erklärung zu unserem lustigen Gewinnspiel. So, ich würde sagen, ich quatsch zu viel, oder? Prost auf euch. Nochmal. Jedes Bier schmeckt besser. Aus dem 030 Barbecue-Glas. Werbung Ende. Los geht's. Ja, wir starten durch mit unserem, ach, was ist denn das? Seitengemüse. Also Kartoffelchen, Zwiebeln und Knoblauch. Die würzen wir uns kurz. Und zwar mit ordentlich Graf Koks. Zack. Schon mal trocken hier ein bisschen einreiben. Und Mestermische. Das passt nämlich auch wundervoll zu Gemüse. Zack. Mal alles mal schön durchdrehen hier. Da soll schön Geschmack rankommen. Ja? Hier, zack. So, und da geht jetzt noch ordentlich Olivenöl mit dazu. Und das mal schön einkneten. In die ganze Kiste. Richtig was dran, überall. Sieht jetzt schon sehr, sehr lecker aus. Mmh, kick mal. Ja? Und um das Ganze noch ein bisschen geiler zu machen, kriegst du jetzt noch einen kleinen frischen Kick mit etwas Limetten- bzw. Zitronensaft, was ihr gerade da habt. Ah, zack. Und nochmal durchmischen und schon ist unser Beilagengemüse fertig. Ja, die Vorbereitungen gehen hier wirklich rasend schnell. Jetzt kümmern wir uns um unser Hähnchen. Da nehmen wir jetzt noch weg, was wir nicht brauchen. Also hier hinten, guck mal, ob da so ein bisschen, wie heißt das? Flomen? Fett drin. Das brauchen wir nicht. Den Purzel hier hinten, den will auch keiner essen. Schnappt euch eine Schere.
und schneidet den einfach mal schön weg. Mit einer scharfen Schere funktioniert das auch. Und hier oben, ja, alles, was nicht so geil aussieht, kommt einfach einmal kurz abgeschnitten. Guck mal, zack. Hm? So sieht es schon gut aus. Jetzt kriegt der Vogel ein bisschen Olivenöl. Hm? Zack, und schön einreiben. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt wieder meckern, dass ich erst Olivenöl nehme und dann würze. Aber in dem Fall möchte ich ja, dass auch ein bisschen was dran hängen bleibt. Deswegen erst Olivenöl. Das macht sich dann bei einer Stunde auf dem Grill oder anderthalb auch wieder alle gut. Also, schön einreiben. So, überall was dran. Und jetzt Geheimwaffe, Mestermische, Freunde. Also einfach schön rot machen, den Birdie. Überall Mestermische ranbringen. Ja, auch mal schön die Flügelchen hochziehen, was drunter machen, schön würzen. Hm? Hellboy-Hähnchen, sehr, sehr geil. Und wenn draußen überall was dran ist, dann ballert auch noch ein bisschen was nach innen. Gewürz schadet ja nicht, ne? Huch, deine Hand ein bisschen schwierig. Guck mal, da auch noch ein bisschen was reinbringen. So, ordentlich Geschmack. Hm? Wir sind eigentlich schon fast durch mit den Vorbereitungen. Jetzt noch zu unserem Halter. Da geht jetzt noch... Fest ist er. Ein Schluckel Bier drin. Also, ich nehme jetzt wieder mein beliebtes hier. Ihr könnt da natürlich nehmen, was ihr wollt. Ja. Guck mal. Irgendwie voll machen. Das sorgt dann für die gewisse Flüssigkeit. Da kommt jetzt noch so ein Stängelchen hier mit drin. Guck mal. Und die halbe Limette oder Zitrone. Hm, zack. Und jetzt müssen wir den hier bloß noch platzieren. Das heißt, ihr spannt euch den ein bisschen auf und schiebt den über diesen Halter hier rüber. Mal gucken, ob unser Hühnchen groß genug ist dafür. So, guck mal. Ne? Ein bisschen gepuzzelt, aber den kriegt man darauf. Das steht. Jetzt kommen unsere Kartoffelchen und Zwiebelchen und der Knoblauch einfach hier mal rund um den Kreis. Zack. Das passt ja alles wunderschön rauf und das wird alles nachher super soft zusammenpassen. Schön verteilen. So, mal kurz nachwürzen. Das schadet nichts. So, jetzt können wir auch angrillen. Ja, zack, der Bräuking ist vorgeriegelt. Indirekt rechter und linker Brenner auf kleiner Hitze. Ungefähr 180 Grad. Und jetzt schnappt er euch. Ach, guck mal, das sieht schick aus, oder? Sehr, sehr schick. Paprika habe ich schon gesagt, die kommt nach einer halben Stunde ungefähr rauf, damit uns die nicht verbrennt. So, das hier mal hingestellt. Ja, geil. Ganz, ganz einfach, Freunde. Wie gesagt, 180 Grad, Deckel zu. Und wir denken mal, wir brauchen eine Stunde. Öfter mal reingucken. Könnt ihr euren Angehörigen auch erzählen. Ihr müsst dabei stehen bleiben, ne? Ordentlich Flüssigkeit wegmachen und dann abwarten. Wir sehen uns später wieder. Ja, zack, Zeitsprung, Freunde. 45, 50 Minuten später. Ich komme mit meiner ersten Einschätzung von einer Stunde heute nicht hin. Dafür ist es einfach schon zu frisch mittlerweile. Wir haben ja auch schon November, ne? Dafür stehe ich hier noch gut da und die Sonne steht relativ tief. So, wir fangen an mit unserer Paprika. Die würzen wir jetzt nochmal genauso, wie wir unsere Kartoffelmischung gewürzt haben. Ja, diesmal einfach nur einen Schluck Olivenöl ran. Zack, ein bisschen Mestermische rüber. Hm? Und ein bisschen Graf Koks dazu. So, alles noch mal kurz einmal umrühren, damit hier überall ein bisschen was dran ist. Und jetzt gucken wir nach dem Hähnchen. Tata. Oh, guck mal. Das sieht aber schon sehr, sehr geil aus, oder? Könnt ihr was sehen bei der Sonne hier? Ha? Da passiert was, Freunde. Ja, naja, ich denke so ein halbes Stündchen noch. Deswegen, zack, Paprika jetzt dazu. Einfach wild verteilen hier nochmal auf unserem Schälchen. Einmal rum. Die können jetzt auch noch schön Hitze nehmen. Zack, Deckel zu und eine halbe Stunde später, denke ich mal, können wir essen. Zack, nochmal knapp eine halbe Stunde, also insgesamt sind wir so bei anderthalb Stunden, kann man so timen, glaube ich. Ich habe gerade mal nachgemessen, Hähnchen ist überall so bei 78 bis 82 Grad, perfekte Temperatur und wir holen es jetzt runter. Ja? Oh. Oh. Das sieht schon mal sehr, sehr lecker aus. Oh, guckt euch das an, Beer Can Chicken. Mh, sehr, sehr lecker. Oh, und das duftet fantastisch, Freunde. So, guck mal, ob wir den jetzt hier vorsichtig... Oh, heiß, 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 heiß. Oh, schönes, schönes Hähnchen. Wo kann ich da jetzt schon mal probieren hier für uns? Ich will mal so ein Flügelchen hier reißen. Guck mal. Zack. Oh, super saftig. Ist geil. Reicht so völlig aus. Geht richtig fix. Ich mache noch schnell den Teller fertig und sehen wir uns gleich nochmal zum Probieren. So, kick mal. Hähnchen schön auseinandergeschnitten, geht perfekt mit der Schere. Unser Gemüse sieht fantastisch aus. Da kommt jetzt noch unser Schafskäse rüber. Also schnappt euch einfach ein Stück und lasst hier schön ein bisschen was rüber rieseln.
So ist das richtig, richtig lecker. Dazu passt perfekt die weltbeste Sour Cream. Freunde, Rezept dazu hier oben, ne? Kennt er aber schon, oder? Kennt er. So, zack. Jetzt noch Hähnchen drauf anrichten und dann ist er fertig. Unser wunderschöner Bierkenn Chicken Menüteller. Oh. Und ganz oben noch ein Schluck Olivenöl rüber für den Geschmack, Freunde. Das sieht gut aus, oder? Und so, Freunde, kann das jetzt auf den Tisch. Bierkenn Chicken Menü at its best. So, und jetzt nochmal probieren. Da gehe ich jetzt nur ganz vorsichtig ran. Warte mal, ein Kartoffelchen hier. So, seht, dass das durch geworden ist. Guck mal hier. Oh. Ein bisschen Schafkäse, ein bisschen Zwiebel. Sehr, sehr lecker. Reicht völlig aus. Und hier das beste Stück für den Koch quasi. Ich habe hier noch ein bisschen Rücken. Der sieht auf dem Teller nicht so gut aus, aber der schmeckt fantastisch. Kann ich schön dran poolen. Ist geil. Bevor mich die anderen umbringen, die wollen nämlich essen, machen wir jetzt mal weiter, ne? Bierkenn-Chicken-Menü. Kann man so machen, Freunde. Gewinnspiel. Zack, Freunde, so habt ihr gesehen, Bierkenn-Chicken war mega einfach und richtig, richtig lecker. Jetzt geht's zum Gewinnspiel. Freunde, ich habe euch am Anfang des Videos gesagt, das hier könnt ihr alles gewinnen. Hä? Und zwar werden wir 3 Gewinner ziehen. Ich zeige euch mal kurz, was es zu gewinnen gibt. 3. Platz, Spare Rib Halter, eine Grillbürste, Handschuhe, einmal Burgerspieße und unsere 3 Gewürze, also Berliner Schnauze, Graf Koks und Meistermischer. 2. Platz, Wings Halter, Grillbürste, Burgerspieße, dann der Hähnchengrill, Chicken Wok, Bierkenn, was ihr gerade gesehen habt, das Ding, was wir benutzt haben, unsere 3 Gewürze und einmal die geilen Handschuhe, übrigens die besten Grillhandschuhe auf dem Markt, meiner Meinung nach, und der 1. Platz, ganz, ganz groß, einmal Spare Ribs Halter, dann das Hähnchending, hier eine Grillbürste in Edelstahl, Hamburger Spieße, Chicken Wing Halter, die große Grillzange, Grilltongs von Gefu und unsere 3 Gewürze. Handschuhe, habe ich auch gesagt. Also 1., 2. und 3. Platz. Das ist geil, oder? Ist eine ganze Menge dabei. Und ich glaube, da kann man sich sehr drüber freuen, wenn man einen von diesen geilen Gewinnen abstaubt. Was ihr dafür machen müsst, um einen von diesen wunderschönen 3 Gewinnen abzugreifen. Ganz, ganz einfach, Freunde. Einfach unter dieses Video in die Kommentare ballern. Hashtag Gefu. Achtet darauf, dass das blau wird, also dass das so markiert ist. Und dann schreibt noch dahinter, warum ihr der Meinung seid, warum gerade ihr einen von diesen Gewinnen euer eigen nennen solltet, ne? Und aus diesen ganzen Kommentaren, die richtig kommentiert haben, werden wir ziehen. Und zwar heute ist der 14. Ne? Heute ist Sonntag, der 14. Und am Samstag, dem 20. um 20 Uhr, werden wir aus den ganzen Teilnehmern kleine Zettelchen wieder basteln. Ihr wisst, ich mache das alles noch persönlich. In einem Live-Video hier auf YouTube den Gewinner bzw. die 3 Gewinner ziehen. Das Gewinnspiel könnt ihr dann machen bis Samstag um 16 Uhr. Dann schreiben wir noch die letzten Namen auf und um 20 Uhr wird dann live gezogen. Ich wünsche allen, die mitmachen, viel, viel Glück. Was ihr noch als kleinen Bonus machen könntet, wäre jetzt mal auf Instagram wechseln und bei Gefu ein Like auf der Seite da lassen. Lassen, ne? Gönnen, Freunde. Gönnen. Ja, die Teilnahmebedingungen und nochmal ganz genau, was ihr machen müsst, steht wie immer unten in der Box. Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu YouTube, Instagram oder Gefu, sondern nur zu mir und ich ziehe es selber und ihr wisst Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Steht alles unten drin. So, und um jetzt fertig zu werden, wenn euch dieses kleine Video gefallen hat, dann ballert Kommentare über Like oder Abo, würde mich freuen. Facebook ballern, Instagram ballern, unseren Shop auschecken. Ihr wisst Bescheid. Fleißig mitspielen beim Gewinnspiel. Ich würde sagen, das war's für heute, oder? Das war Bobby 030 Barbecue. Ich bin draußen. Wir sehen uns am Grill. Viel Glück euch allen.